Gut, dann einen schönen Vormittag meinerseits. Mein Name ist Stefan Kinzel, bin hauptberuflich Netzwerktechniker in einem Rechenzentrum, verwende seit 15 Jahren Linux, also Linux und Internet, Netzwerktechnik, genau meine Themen. Ich werde Ihnen heute ein bisschen was erzählen, wie schaut es derzeit mit IPv6 im Internet so aus, was tut sich da, ja, das lang angesagte Protokoll, und Ihnen dann kurz sagen, was kann man mit Linux da in welcher Form machen. Kurz ein bisschen zur Entwicklung, wo kommt IPv6 her? Also 1992 hat man bereits erkannt, das ist schon eine Zeit her, dass man mit IPv4 nicht ewig auskommen wird, dass es immer mehr Geräte gibt, die IP-Adressen brauchen. Und da hat sich darüber begonnen, darüber Gedanken zu machen, was machen wir dagegen? Ja, wo muss man das weiter hinentwickeln? 1998 dann. Also ein paar Jahre später hat man dann IPNG, Next Generation, entwickelt. Das war gerade die Zeit, wo NG offenbar modern war, SysLogNG, FirewallNG und was auch immer. Unter anderem dann auch IPNG. Oft einmal die Frage, warum IPv6, noch 4 kommt bekanntlich ja 5. Hintergrund ist der, dass IPv5 bereits definiert war, 1979. Und das, was damals als IPv5 definiert war, findet man heute größtenteils in MPLS. Wieder daher kommt noch 4, in dem Fall 6. Und man hat dann einfach IPNG gesagt, gut, nehmen wir es ein bisschen generischer, nennen wir es einfach IPv6. Gut, warum hat IPv6 jetzt ein bisschen länger noch gedauert? Warum gibt es es noch nicht? Zwei Techniken sind da aufgekommen, die das Ganze ein bisschen verzögert hat. Das Cluster ist Inter-Domain-Routing, also man hat in der Routing-Tabelle mit angegeben, die Submask-Maske ist damit von den Klassen ABC weggekommen, wodurch es mehr Adressbereiche oder mehr Subnetze einfach gegeben hat. Und natürlich das bekannte NAT-PAT, wo wir einfach sehr viele Adressen hinter einer einzelnen öffentlichen IP-Adresse zum Beispiel verstecken kann. Ja. Meine derzeitige Vermutung hängt immer ein bisschen davon ab, was ich gerade so lese, ist, dass IPv4 wahrscheinlich mit V6 lange koexistieren wird. Es könnte sein, dass das plötzlich sehr radikal sich ändert, wenn wir dann kurz dann sehen. Was definitiv unklar ist im Moment, ist, wann IPv6 wirklich eine Relevanz hat. Derzeit ist es ja mehr oder weniger eine Randerscheinung, wo jeder darüber diskutiert, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht. Warum bin ich heute da und erzähle Ihnen was von IPv6 und glaube, dass es jetzt relevant ist? Am 3. Februar 2011 ein Ereignis, das in den Technologiemedien sehr, sehr breit getreten worden ist. Da sind die letzten /Aids von der IANA, also von der obersten Adressverwaltungsstelle, an die Regional Internet Registries ausgeteilt worden. Große Panik, oh mein Gott, wir haben keine IP-Adressen mehr, alle weg. Zumindest ist es so in den Medien gestanden. Ganz so tragisch war es dann nicht, weil die regionalen Adressverwalter ja noch Adressen gehabt haben. Kurz darauf aber, am 15. April bereits, in der IPNIC, also im Bereich Australien, Asien, ist dann die Last/Aid-Policy in Kraft getreten. Dort waren die IP-Adressen quasi wirklich aus. Und 1,5 Jahre später, 14. September 2012, ist es dem RIPE-NCC basiert. Und der RIPE-NCC ist der Adressverwalter, der für Europa, also für uns damit zuständig ist. Kurz, was sagt diese Last/Aid-Policy aus? Also es gibt ein letztes /8 IPv4-Netz und das wird mittlerweile nur mehr sehr restriktiv verteilt. Also die Provider-unabhängigen Adressen, die es früher gekriegt haben, die gibt es jetzt in IPv4 gar nicht mehr, das ist vorbei. Wenn Sie RIPE-NCC-Mitglied sind, das ist dann meistens, wenn es ISP sind, kriegen Sie noch einmalig 2048 Adressen, sofern Sie, ich glaube, ungefähr 80% Ihres bisherigen Spaces aufgebraucht und dokumentiert haben und wenn Sie bereits eine IPv6 Allocation haben. Oder Sie werden neues Mitglied, dann kriegst du einmalig noch 2048 Adressen. Man sieht es da in der Grafik, also da war noch die normale Vergabe, da ist es noch relativ schnell gegangen und mit 14. September im Last/Aid-Policy, wo es nur mehr ganz langsam weniger wird. Ja? Und
warum sie jetzt was tun sollten. Je länger sie warten, desto teurer wird es. Sie haben Investitionszyklen, wo sie sagen, sie brauchen neue Geräte. Schauen Sie, dass das gleich soweit mitbedenken, dass IPv6-Unterstützung mit dabei ist. Dann können sie das einfach laufend austauschen und müssen dann nicht, wenn sie es akut brauchen, alle Geräte aufschmeißen und sie weiterbilden. Also fangen sie einfach jetzt damit an. Damit geht es nebenbei mit, das ist noch nicht so teuer. So, der Verlauf der Adressvergabe. Die Grafik ist jetzt, ich glaube, 1,5 Jahre alt ungefähr. Da erkennt man RIPNCC und APNIC war dann schon beim Last/8 und EveryNIC, LACNIC und ARIN haben noch Adressen gehabt. Mittlerweile schaut es ein bisschen anders aus, die Grafik ist von gestern. Ja, also auch da erkennbar, das ist die LACNIC ist das plötzlich rapide bergab gegangen und die sind mittlerweile bei 0,8 ungefähr, die haben allerdings eine Last/9 Policy. Das heißt, ab da wird es dann für die auch sehr spannend mit der Adressvergabe. Also es geht rapide bergab. Die nächsten werden die Amerikaner sein, wie es da ausschaut. Und ich behaupte ja, wenn es bei den Amis einmal so weit ist, dann haben wir da 4 von 5, dann wird irgendwas passieren. Ja, ich merke das, ich kriege immer wieder mal Anfragen so, wollen Sie nicht IPv4-Adress-Space verkaufen? Wir würden uns da anbieten und Ihnen das abnehmen. Also das nimmt einfach immer mehr zu, wenn man sagt, ja, IP-Adress handeln, damit man nicht V6 implementieren muss. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, dass es dann mit dem Auslaufen der Adressen bei ARIN ist es jetzt ungefähr Anfang 2015, glaube ich, geplant, was da auf der Homepage dann steht, wann sie wirklich aus sind. Ja, ein bisschen was zur Entwicklung von V6 jetzt. Ganz interessante Grafik, also man sieht da, ungefähr Anfang 2011 ist die Kurve doch angestiegen. Das war eben der Zeitpunkt, wo IANA und APNIC den Adressen ausgegangen sind. Da sind mal kurz Panik ausgebrochen, haben die Leute angefangen, was zu tun. Man erkennt aber mittlerweile, es flacht wieder etwas ab. Ja? Also so die große Panik war mal kurz, man hat dann einfach erkannt, ja, so tragisch ist nicht, die Internetwelt ist nicht zusammengebrochen, es funktioniert weiterhin. Das weiß ich vielleicht noch ganz interessant, das ist Österreich. Wir haben, also die Grafik sagt aus, wie viel Prozent von autonomen Systemen bereits IPv6 im Internet announcen. Noch kurz zur Erklärung, wir sind in Österreich bei ungefähr 35%, also im großen Vergleich quasi zum Rest der Welt wahnsinnig vorn mit dabei, bei der Schweiz schaut es noch ein bisschen besser aus. Zu dieser Grafik muss man allerdings ansagen, eine IPv6-Subnetz zu announcen, ist das eine, das konfiguriere ich im Netzwerk, konfiguriere ich im BGP. Das ist in der Internet-Routing-Tabelle sichtbar, das heißt aber nicht, dass das irgendeiner verwendet. Deswegen ist diese Grafik ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, dass man sagt, in Österreich 35% announcen was, ist richtig. Die eigentliche Frage dahinter, die man sich stellen muss, ist, wie viele davon sind auch tatsächlich nutzbar. Eine weitere Grafik noch aus dem Internetbereich, das ist die Google-Statistik, wie viele Leute greifen mit IPv6 auf die Google-Services zu. Also man erkennt auch da einen Anstieg, wir sind mittlerweile bei 2,5-3%. Die Silvia Hagen hat voriges Jahr am IPv6-Kongress eine sehr interessante These aufgestellt und sie hat gesagt, es schaut im Moment nach einem exponentiellen Wachstum aus von IPv6, wenn man sich die Grafik anschaut. Und es könnte einfach passieren, dass IPv4 in kürzester Zeit stirbt. Ja, IPv6, exponentielles Wachstum, plötzlich verwenden es alle und damit ist IPv4 Geschichte. Eine Theorie, die sie da eben gebracht hat, sie ist Vorsitzende des Schweizer IPv6 Council, war es eigentlich relativ gut, wovon sie redet. Mittlerweile, wenn man schaut, da es fängt an, wieder etwas abzuflachen. Ja? Es ist einfach wirklich schwierig zu sagen, wo es hingeht. Definitiv, was man sagen kann, die Leute haben erkannt, man muss was tun und je früher man anfängt, desto besser. Ja, IPv6 Unterstützung der Hersteller noch kurz, das ist auch ein sehr spannendes Thema, wenn es einen Hersteller fragen, kann Ihr Kastel, Router, Switch, Server, Load Balancer, WebGateway, was auch immer, IPv6, kriegen Sie meistens das Antwort, ja, natürlich. Da
dann fragen sie mal nach, was das heißt. Ja? Dann ist immer meistens langes, kurzes, langes Schweigen. Und die fragen so, ja, geht eh. Ja? Und wenn sie es genau hinterfragen, was das Ding alles kann, wird das für den Verkäufer meistens sehr schwierig. Es gibt aber recht nett das RIPE-554-Dokument. Da steht genau drinnen, ein Load Balancer sollte diese RFCs unterstützen, ein Server sollte jene RFCs unterstützen, damit die Funktionalität einfach gegeben ist. Das heißt, schauen Sie das Dokument an, drucken Sie das aus, was Sie brauchen, legen Sie das dem Verkäufer hin und sagen Sie bitte, ich hätte gerne überall, was geht, ein Hacker und was nicht, gerne ein X. Ja, dann, je nachdem, was Sie unternehmen haben, dauert es dann einmal ein paar Tage bis ein paar Wochen und dann kriegen Sie eine Antwort und dann haben Sie ungefähr eine Ahnung, was jetzt diese IPv6-Unterstützung bedeutet, die Ihnen da der Hersteller verspricht. Meine Erkenntnis aus dem Ganzen, das geht noch ein bisschen besser. Ja. Ja, zur Sicherheit, großes Thema. Ich habe schon oft einmal gehört, ja, das ist IPv6, das ist so unsicher und IPv4 ist viel besser und da gibt es zwar IPv6 drin, aber irgendwie, nein, ich weiß auch nicht. Ja. Ich sage, es hat sich im Vergleich zu IPv4 wenig geändert. Ja. Das Protokoll hat sich, schaut halt ein bisschen anders aus, sie haben einfach ein paar Adressbits mehr. Sonst ist an der IP jetzt meiner Meinung nach nicht die große Innovation passiert, von einem Standardbetrieb her. Das, was sie unter IPv4 machen haben können, Up-Poisoning, irgendwelche Mengen- und Mittelattacken, das funktioniert an der IPv6 genauso. Da haben sie halt kein Up mehr, sondern Never Discovery. Da hat sie aber, wie gesagt, an sich wenig geändert. Also in ähnlicher Form können sie das nach wie vor betreiben. Was man sehr wohl sagen muss, ist die Unterstützung. Spielt eine wesentliche Rolle. Also es gibt Produkte, die sind unter IPv4 super, ja, Intrusion Prevention Systeme, die Attacken dort ohne Ende finden. Es kann aber genauso gut sein, dass das gleiche System die gleiche Attacke unter IPv6 einfach nicht erkennt. Sagt, ja, irgendwie Protokoll schaut nach IP aus, schaut nach HTTP aus, wird schon passen, ist okay. Das kann dann durchaus passieren. Also da ist ja wohl Gefährdungspotenzial. Ja. Attacken selbst, also wenn Sie wirklich auf V6-Attacken gehen oder einen Server zum Beispiel mit V6 attackieren, würde ich sagen, das funktioniert relativ gut. Der Grund ist einfach der, dass gewisse Dinge, die unter V4 implementiert sind, vielleicht DHCP-Snooping, wie gesagt, Intrusion Prevention Systeme, Firewalls und so weiter, dass die unter V4 einfach implementiert sind, gut abgesichert sind, aber unter V6 einfach nicht, weil man es vergessen hat, wenn man sagt, ich habe kein V6, brauche ich nicht, oder weil es die Software einfach nicht kann. Also das sind Dinge, auf die man einfach aufpassen muss. Ja, soviel kurz zum Überblick generell über IPv6. Ich möchte Ihnen jetzt noch kurz erzählen, wie schaut es mit den ganzen Tunnelvarianten aus. Also es gibt in Österreich sehr, sehr wenige Provider, wo Sie wirklich einen nativen IPv6 internen Anschluss kriegen und als Möglichkeit, wenn man diesen Umstand zu umgehen, ist einfach, dass Sie IPv6-Tunnel verwenden. Ja, wie üblich, kein Vorteil, noch ein Nachteil. Ich sage einmal, was ist gut? Ja, wenn Sie keinen ISP haben, der einen V6 bietet, können Sie mit dem Tunnel trotz allem auf das V6-Internet zugreifen. Sie können Ihre Infrastruktur, wenn Sie V6 schon hat, die laufen haben, sehr gut von außen testen, weil Sie dann von irgendwo außerhalb kommen. Forschung und Entwicklung, einfach ein bisschen herumprobieren, was kann ich mit dem Protokoll, was geht, worauf muss ich aufpassen, und ich sage mal, für die Privatnutzung durchaus okay. Ja, wie gesagt, Nachteile gibt es ja halt da. Es ist halt keine native V6-Verbindung, es ist meistens langsamer. Sie bringen nicht die volle Paketgröße durch. Die Adressierung ist oftmals unklar, wenn wir dann noch kurz darauf eingehen. Die Verfügbarkeiten sind ja mäßig. Also ich habe es gestern noch einmal kurz durchgetestet. Pingzeiten 150 Millisekunden. Mit doch einigen Aussetzern, nicht so aufregend. Sie wissen nicht, wie Ihre Verbindung dort geht. Ja. So ein Tunnelbroker, was macht der dahinter? Vielleicht schaut er mit, was Sie für einen Traffic haben, welche Seiten Sie aufrufen, kann man nicht wissen. Und für die produktive Firmennutzung, sage ich, ist das Ding absolut nicht zu empfehlen. Einfach aus dem Grund, eben, weil es halt nicht sehr verfügbar ist, weil es meistens langsam geht. Und das halt einfach nicht die Qualität eines nativen Anschlusses hat, und das ist ein Sicherheitsrisiko, und das möchte ich besonders hinweisen. Sie können unter V4 gewisse Dinge einfach aussperren. Sie sagen, man darf nur HTTP, HTTPS, FTP vielleicht noch unter
E-Mail benutzen nach draußen. Wenn sie aber das Protokoll 41 offen haben, dann kann ich meinen IP, also einen IPv6-Tunnel nach außen aufbauen und kann ganz normal meine Daten aus dem Unternehmen hinausspülen, sofern ich einfach irgendwo auf der Gegenseite einen Server habe, der mit mir spricht. Also das, auf das sollte man noch achten. Ja, welche Arten von Tunnel gibt es? 6-to-4, das ist relativ cool. Da gibt es einen V6-Präfix, der nennt sich 2002. Und dahinter wird einfach Ihre IPv4-Adresse in V6 kodiert, sprich in Hex umgerechnet. Und damit können Sie mit Ihrem normalen Anschluss, ohne dass Sie speziell am Tunnel irgendwo hin aufbauen müssen, ins V6-Internet sich verbinden. Voraussetzung allerdings ist, dass Sie eine öffentliche IP-Adresse haben, weil damit auch der Rückweg wieder errechnet wird. Und sehr praktisch ist, Sie haben mit dieser Variante Vocalion/48 zur Verfügung. Das ist, sag ich mal, für sehr, sehr viele Subnetze bereits ausgelegt. Da können wir uns wirklich schon was tun. Kleiner Nachteil ist, dass halt die öffentliche Adresse, wenn sie sich ändert, das Ganze mit ändert. Variante 2, Tunnel Broker. Das heißt, das sind irgendwelche Services, die bieten mittels einem Login einfach an, dass Sie sich dorthin verbinden. Der stellt Ihnen einen Übergang ins IPv6-Netz zur Verfügung und auch einen IPv6-Präfix, der sich normalerweise auch nicht ändert, wo Sie damit eben Ihre Geräte adressieren kann. Die zwei bekanntesten Beispiele sind tunnelbroker.net, das ist von Hurricane Electric, einem sehr großen weltweit tätigen Carrier, und auch von 6XS, die bieten genauso solche Login-Varianten an. Isotap und Teredo gibt es noch, auf die werde ich heute aber nicht näher eingehen, weil die ersten beiden bei Linux sehr gut funktionieren. Ja, 6-to-4 mit Linux, wie gesagt, man braucht eine öffentliche IP-Adresse, dann können Sie aus dem sehr leicht das Ganze nutzen. Sie können daraus Ihre Adresse ableiten und damit schon ins IPv6-Internet einsteigen. Ja, dann auch, wenn Sie das gemacht haben, können Sie Ihre Geräte im LAN adressieren. Man muss halt nur aufpassen, dass wenn Sie eine dynamische IP-Adresse haben, dass Sie jetzt mal, wenn Sie eine neue Adresse kriegen, weil sie eben abgeleitet wird, dass Sie Ihre Geräte umadressieren müssen. Das ist vielleicht nicht ganz optimal. Die Konfiguration ist dafür relativ einfach. Ja, mit dem ersten Kommando können Sie Ihre V4-Adresse in genau diese V6-Adresse, die Sie in weiterer Folge brauchen, ausgeben bzw. umrechnen lassen. Was machen Sie dann? Sie erstellen dieses Tunnel-Interface. Dort wird dann die lokale öffentliche IPv4-Adresse mit angegeben. Als nächstes wird das Tunnel-Interface einfach hochgefahren. Dann müssen Sie dem eine IP-Adresse geben. Das ist jetzt genau die, die Sie vorher errechnet haben. Ganz wichtig ist da dieses /16, das ist quasi vorgegeben, das muss gleich bleiben, damit wird eben dieser ganze 6-to-4-Bereich definiert. Ja, und am Schluss setzen Sie noch eine Route, das, was Sie da sehen, die 2000/3 ist so quasi die Default-Route, beinhaltet all jene IPv6-Bereiche, die derzeit von der IANA freigegeben sind und verwendet werden. Und ganz wichtig eben die 192, 88, 99, 99.1. Das ist eine Anycast-Adresse, das ist der nächste 6-to-4 Endpunkt, der den Übergang eben von V4 in die V6-Welt schafft. Ja? Mit diesen 5 Kommandos haben Sie Ihren 6-to-4 Zugang realisiert. Variante 2 ist ein Tunnelbroker mit 6XS zum Beispiel, das funktioniert sehr angenehm, Sie registrieren sich, stellen Sie ein, welchen Ort vom Tunnel hätten Sie gern. Sie installieren den Client, dann nennt sich IQ. Automatic IPv6 Connectivity Client Utility funktioniert wirklich ganz einfach. Sie installieren den. Nach der Installation werden Sie normalerweise noch Benutzername und Passwort noch gefragt oder tragen Sie es in der IQ.conf einfach ein und die Konfiguration ist erledigt. Wir müssen es einfach dort nicht tun. Ja, gibt es für die verschiedensten Betriebssysteme, funktioniert soweit problemlos, und unter Linux müssen Sie das einfach als Root dann starten, weil Sie ein neues Interface auch hier hinzufügen. Das geht ganz einfach mit IQ Start. Ja, der baut einen Tunnel auf, setzt die Routen und Sie können im V6-Netz surfen.
Wir wollen natürlich nicht nur ein Gerät ins Internet bringen mit V6, sondern auch mehrere. Und da bietet es sich natürlich an, unseren ohnehin jetzt aktiven V6 Linux Client auch als Router und natürlich mit Firewall zu betreiben. Ein paar grundlegende Dinge. Es geht sehr einfach, also wer es unter IPv4 kann, kann es auch unter IPv6, wenn Sie gleich sehen. Von den Schritten her ist es in beiden Fällen das Gleiche. Sie müssen in irgendeiner Form eine Warnverbindung herstellen, vielleicht haben Sie einen nativen V6-Zugang, wenn nicht, verwenden Sie Ihren Tunnel. Ja, und dann müssen Sie natürlich absichern. Sie bringen nicht, dass irgendjemand von außen auf ein Netz zugreift. Dafür bietet sich IP6-Tables an. Sie konfigurieren Ihre LAN-Interfaces, schalten das Forwarding ein und müssen dann noch in LAN-IP-Adressen verteilen. Also das, was Sie im Wesentlichen auch von IPv4 kennen. Wie geht es unter Linux? Relativ einfach. Ja. Ich nutze das IP-Kommando, sage in der Address Family 6, will ich eine Adresse hinzufügen am Device ETH0, gibt es ein, je nachdem, was ich eben für ein Präfix dann habe und habe einmal das definiert, IPv6 Forwarding, glaube ich auch bekannt aus dem V4-Bereich, wer es nutzt, mit einem einzigen Kommando und Sie haben quasi einen Router laufen. Ja, dann gibt es noch den Router Advertising Daemon. Router Advertisements sind unter IPv6 sehr wichtig. Der schickt periodisch Informationen aus. Er sagt, er ist der Router, welche Präfixe sind in dem Netz und die Endgeräte konfigurieren sie normalerweise dann automatisch ihre Adresse, wissen automatisch, wer ist beim Router. Wenn sie das nicht haben, müssen sie das statisch adressieren. Mit dem Router Advertisement-Daemon geht es aber sehr einfach. Es gibt die Variante, dass sie auch noch DHCPv6 verwenden, wenn sie weitere Dinge haben wollen, wie zum Beispiel, dass sich der Client automatisch im DNS registriert. Ist aber nicht zwingend notwendig. Wenn Sie nur mit Router Advertisements arbeiten, nennt sich das Stateless Auto Address Configuration. Ja, also der Client konfiguriert automatisch seine Adresse und RDNSS ist Recursive DNS Service oder Server. Da wird dem Client einfach mitgeteilt, ja, wo sind die DNS-Server, um das Ganze abzufangen. Das ist sehr spannend, weil gerade diese DNS-Geschichte ist eine sehr lange Thematik, dass man gesagt hat, ja, man verteilt Präfixe automatisch, der Client konfiguriert das alles, aber irgendwie da war ja noch was mit DNS. Ja. Braucht der Client auch, sonst ist ein bisschen fad im Netzwerk. Und man hat dann diese Router-Advertisements erweitert um dieses DNS-Feature. Linux kann es, ja, wenig überraschend, sage ich. Android kann es nicht, iOS glaube ich kann es, Microsoft kann es mit einem Patch. Und BSD weiß ich jetzt nicht, ja. Aber das ist was halt nicht überall unterstützt wird. Und DNS, wie gesagt, ist sehr wichtig. Und Sie haben zwar sehr einfache Varianten, Sie tragen entweder den DNS-Server einfach statisch ein. Oder wenn Sie eh schon über IPv4 einen DNS-Server haben, Sie werden wahrscheinlich IPv4 und IPv6 im Dual-Stack betreiben in Ihrem Netzwerk, nehmen Sie halt einfach die. Ja. Also DNS ist ja ein Applikationsprotokoll und ob Sie jetzt Zieladresse über V4 oder V6 in den Kring, ist eigentlich egal. Sie werden Ihr Ziel erreichen. Ja, ganz wichtig, wie gesagt, die Firewall. Sie sind halt nicht mehr hinter einem NAT. NAT ist kein Sicherheitsfeature, sowieso nicht. Aber Ihre Endgeräte sind dann direkt aus dem Internet erreichbar. Jeder kann sich hinverbinden. Und damit ist es einfach wichtig, dass Sie Ihr Netzwerk auch mittels Firewall absichern. Grundprinzip, sage ich mal, einer Firewall, so wenig wie möglich, so viel wie nötig erlauben. Das heißt, machen Sie es generell einmal zu und überlegen Sie sich, was brauche ich Neues. Ja? Und dann machen Sie explizit jene Dinge auf, die Sie in Ihrem Netzwerk wirklich erlaubt haben wollen. Es gibt eine große Ausnahme. Unter IPv4 hat man gesagt, SMP böse, filtern. Das gilt unter V6 nicht mehr ganz so. Also es gibt einige Dinge, die unter V6 einfach sehr wichtig sind. Zum Beispiel Packet-to-Big-Erkennung, dass Sie wissen, dass Sie Ihre Daten einfach Ihre IP-Pakete kleiner machen müssen. Parameterfehler gibt es auch noch. Und wenn Sie das blocken, dann funktioniert die ganze Kommunikation einfach nicht sinnvoll. Deswegen gibt es ein paar Ausnahmen, die Sie zulassen müssen. Ist im RFC 4890 sehr gut nachzulesen und dokumentiert für Transitsysteme oder für Endgeräte, was Sie dort freischalten müssen.
Und ein Thema, IPv6 Extension Headers, ziemlich böse und grauslich, gibt es einige Arbeiten darüber, was man damit alles machen kann. Ich sage einmal generell, wenn Sie die Extension Headers nicht wirklich benötigen, ja, Mobile IPv6 zum Beispiel, dann sollten Sie das wirklich generell blocken. Da gibt es sehr viele Schweinereien, dass man quasi sehr viel Next Headers aneinander reiht, dass das eigentliche Paket oder die eigentlichen Informationen, Ihr HTTP, Abruf zum Beispiel erst im zweiten Paket drinnen steht und die Firewall erkennt es einfach nicht mehr und sagt, ja, wird schon passen, durch, deswegen da bitte Vorsicht, eine ziemlich böse Geschichte. Ja, dann vielleicht kurz zur Konfiguration. Die Basiskonfiguration ist relativ simpel. Wir haben gesagt, wir machen einmal generell alles dicht und machen dann explizit auf, was wir benötigen. Das LO-Interface, das LocalNet, das kann man generell erlauben. Das ist nur intern vom System genutzt. Da kann auch nichts passieren. Wenn Sie das einschränken, dann wird das ganze System nicht mehr sauber funktionieren. Das heißt, deswegen einfach generell öffnen. Unser System lassen wir nach außen hin auch offen kommunizieren. Wir erlauben den LAN den Zugriff, da kann man jetzt darüber diskutieren. Ja, ich sollte wahrscheinlich SSH einschränken, dass halt nur der Admin dieses Gerät konfigurieren kann. Im Heimnetzwerk wird es so reichen, das ist ein bisschen die Frage, wie paranoid Sie in Ihrem eigenen Netzwerk unterwegs sind. Und wir erlauben einfach unseren Clients ins Internet hinaus zu kommunizieren und alles, was halt Onboard-Pakete sind, dürfen natürlich auch wieder ins Netzwerk zurück. Das sind Dinge, die werden Sie wahrscheinlich von der IP-Tables-Konfiguration kennen, so typische Best-Practices-Ansätze, die man verwendet, schaut unter V6 also nicht sonderlich anders aus. Ja, jetzt zu den speziellen Dingen, wie gesagt, man kann nicht mehr alles ganz genauso machen. Routing-Header, ja, zählt zu den Extension-Headers, böse, die sperren wir aus, damit könnte jemand sagen, wie das Paket in Ihrem Netzwerk weitergeroutet wird, wollen wir nicht, kann man damit sehr schön aussperren. Link-Local-Adressen sind sehr wichtig, also die Link-Local-Adressen sollten Sie auch generell erlauben auf allen Interfaces, LAN und WAN-Interfaces, weil damit einfach die Kommunikation mit dem Nachbarn und in dem lokalen Netz stattfindet, sprich man findet IP-Adresse zur MAC-Adresse, man findet Router-Advertisements, die ich vorher genannt habe, laufen über diese Adressen. Das heißt, wenn Sie die aussperren, wird Ihr Netzwerk auch nicht sehr gut funktionieren. Deswegen diese Dinge generell erlaubt. Selbiges gilt für Multicast-Adressen. Das Finden des Routers läuft zum Beispiel bei Multicast-Adressen, wenn es die aussperren wird, dann der Router nie antworten, weil er das Paket nicht sieht. Also das sind Dinge, die Sie einfach generell erlauben können, sagt auf allen Interfaces. Also da kann einer wirklich was besingen, Sie brauchen es. Die letzte Sache ist SMP. Wie vorher gesagt, SMP ist sehr wichtig und es gibt ein paar Dinge, die es erlauben müssen. Im Transit sind es die SMP-Typen 1234, 128 und 129, die einfach explizit erlauben, dann wird Ihr Netzwerk soweit sauber funktionieren. Ich habe mir jetzt einen Raspberry Pi gekauft, habe damit ein bisschen herumgespielt und habe mir gedacht, ja, da bietet es sich natürlich für mich als Netzwerktechniker an, auch einen Router draus zu machen. Ich habe das ganze Ding als IPv6 Only Access Point einmal aufgebaut, genau mit diesen Konfigurationen, die ich Ihnen gerade gesagt habe. IPv6 Tables mit den Konfigurationen, die Sie gesehen haben, ist drauf. Es läuft diese Router Advertisement Daemon, den Sie vorher gesehen haben. Und ein 6XS Tunnel stellt die Verbindung ins IPv6 Internet her. Funktioniert prinzipiell gut. Ich habe allerdings, glaube ich, eine Viertel bis halbe Stunde gebraucht, bis mein Notebook sich damit endlich verbunden hat. Der Grund ist ganz einfach der, bin ich dann drauf gekommen, dass die Betriebssysteme sagen, ja, die Netzwerkverbindung ist dann okay, wenn ich unter IPv4 eine Verbindung zusammengebracht habe. Ja. Sprich, ich kriege keine DHCP-Adresse und dann sagt das Ding, kann nicht gehen. Ja. Selbst wenn V6 da ist und funktioniert,
Die Lösung in meinem Fall war, ich habe beim Connection Manager des Hackerl Requires IPv4 Connectivity einfach weg dann und siehe da, plötzlich hat es funktioniert. Und Windows interessanterweise funktioniert das auch ohne, also da anyhängt und das hat dann gleich gepasst. Android ist da auch sehr mühsam, da können Sie es nämlich nicht wegschalten. Da sagt Android, wenn KV4, dann geht gleich gar nichts. Verbindung jetzt immer wieder neu mit dem Access Point, ist ein bisschen fad. Ja. iOS, soweit ich weiß, dort funktioniert es aber. Ja, was kann man dagegen tun? Es gibt zwei einfache Varianten. Also entweder genau dieses Hackerl Requires IPv4 Connectivity weggeben, wenn es das gibt. Wenn nicht, dann einfach eine IPv4 Adresse konfigurieren, 127.0.1 unter Android funktioniert. Das System ist glücklich, es hat eine V4 Adresse und wenn V6 da ist, nutzt es und verbindet sich damit ins Internet oder mit dem Netzwerk. Frage dazu, unter welcher Version ist das? Ist das eventuell im aktuellen Android schon ausgebessert oder? Also soweit ich weiß, unter Android ist weder dieses RDNSS in der neuesten Version drinnen, noch die Version, dass man das dieses Requires IPv4 irgendwie wegdefinieren kann. Verstehen tue ich es nicht, ja. Weil an sich, ob jetzt V4 oder V6, müsste dem Endgerät egal sein, es hat V6 Connectivity. Ja, sie werden mit V6 halt wenige Seiten erreichen, aber an sich vom IP her gesehen wäre V6 ausreichend. Gut, dann gibt es noch ein paar Toolkits, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, mit denen Sie Ihre V6-Infrastruktur, wenn Sie eine haben, einfach einmal durchtesten können. Andererseits das THC IPv6 Attack Toolkit, mir gefällt die Beschreibung dort sehr gut, wenn man das so durchliest. A complete toolset to attack the inherent protocol weaknesses of IPv6, IPv6 and ICMP6. Ja, also man kennt das schon auch vom Namen her, das ist ein bisschen das Hacker-Tool. Wie kann man sich das Ding vorstellen? Das sind einfach einige kleine Programme, ich glaube, es sind ungefähr 15, die darauf ausgelegt sind, dass sie Sicherheitstests durchführen. Ja, sie können natürlich irgendwo einbrechen damit oder zumindest versuchen, aber es ist einfach darauf ausgelegt, dass sie halt Sicherheitstests durchführen. Logischerweise sollte man es bei der eigenen machen, außerhalb von Produktivzeiten, damit dort nicht vielleicht sich das System irgendwie komisch verhalten, weil was auf dem letzten IPv6-Kongress auch in Deutschland gesagt worden ist, dass derzeit, glaube ich, so ziemlich alle Firewalls mit dem richtigen Tool so stressen können, dass die einfach den Geist aufgeben. Ja, 100% CPU, Netzwerkverbindung 0. Also da sollte man einfach ein bisschen aufpassen. Das Tool auf jeden Fall setzt den Fokus auf Attacken und auf Implementierungsfehler, wenn man einfach ein bisschen schlampig war. Ich habe jetzt da noch ein Beispiel angeführt, also Sie sehen, das Programm ist relativ simpel, nennt sich Firewall 6. Sie geben dahinter an, auf welchem Interface das Tool die Pakete rausschicken sollen. Sie geben eine Zieladresse an und einen Port und dann schauen Sie mal, was passiert. Dieses Tool macht nämlich Folgendes, es versucht verschiedenste Varianten von IPv6-Paketen zu erzeugen, mit Extension-Headers, mit irgendwelchen Flags gesetzt, irgendwelche komischen Dinge, wahnsinnig lange Payloads, was auch immer, und versucht damit durch Ihr Firewall durchzukommen. Das heißt, wenn Sie die mal testen wollen, wurscht, ob jetzt der Linux-Firewall oder was anderes, auf der einen Seite Ihren quasi attackierenden Rechner hinter der Firewall irgendwas was ansprechen können, dann lassen Sie einen Sniffer mitlaufen und dann können Sie einfach schauen, kommt irgendeins von diesen Paketen dort an oder eben nicht, oder hat das System oder die Firewall das wirklich sauber herausgefiltert. Ja? Gibt noch einige andere, wie gesagt, mit denen Sie ziemlich viel Schweinereien machen können in Ihrem Netzwerk mit diesem Tool, hat das halt ein bisschen so den bösen Hacker-Ansatz. Das zweite ist das SSX Networks IPv6 Toolkit, ist, sage ich mal, ähnlich dem THC Toolkit. Allerdings erkennt man aufgrund der Definition schon ein bisschen einen Unterschied. Das sagt aus, the main goal of this toolkit is to provide security analysis and troubleshooting functionality. Ja, also man sieht, Gott, ist das Troubleshooting Functionality ein bisschen einen anderen Ansatz. Man sagt, ich würde es nicht unbedingt einbrechen und es hinmachen, sondern einfach einmal Dinge testen. Und Fernando Gant, der hat dieses Toolkit entwickelt, hat sehr schön diese beiden Tools gegenübergestellt und hat eben voriges Jahr in Frankfurt auch gesagt, ja, sein Toolkit
verfolgt ein bisschen einen akademischen Ansatz. War dann relativ schnell zu erkennen, wieso, wenn man sich anschaut, die Hilfeoptionen der einzelnen Tools. Ich glaube, jedes Tool hat 15, 20, vielleicht sogar 25 Optionen, die sie dem Ding mitgeben können, wo sie ihr Paket wirklich individuell einfach zusammenbauen können, nach ihren Vorstellungen, wie sie es gerne hätten. Ja, ich habe das genutzt, um das Packet-to-Big-Verhalten zu testen. Vielleicht kurz zur Information, was das ist. In IPv4 war es so, sie haben ein Paket rausgeschickt und wenn irgendwann das zu lang war von der Leitung, hat das ein Router fragmentiert, sprich, er hat zwei Pakete draus gemacht, hat das weitergeschickt und der Zielhost hat die beiden zusammengebaut, dem Stack übergeben und die Daten interpretiert. Und der V6 hat man gesagt, das machen wir nicht mehr, weil es doch eine ziemliche Last auf den Router ist. Da ist es so, wenn jetzt ein Router erkennt, das Paket ist in Summe einfach zu groß, schickt er ein Packet to Big an den Absender retour und sagt, du darfst maximal, weiß ich nicht, 1000 Bytes Payload verwenden. Da sieht man schon, ist wichtig, das ist eine SMP-Nachricht, die dürfen es nicht blocken, weil sonst wird das nie funktionieren, die Kommunikation. Und ich habe eben hier das TCP6 verwendet, in dem Fall sehr wenige Parameter, ich nur Destination angeben und einen Payload von 1400, habe das ins Netzwerk rausgeschickt und dann sieht man eben, kommt Packet to Big von einem Router inzwischen zurück, der sagt, das ist mir einfach zu groß, das Paket, schreibt bereits hinein, was die maximale Payload-Size ist und ihr Endgerät kann entsprechend darauf reagieren. Funktioniert normalerweise auch sehr gut. Der sieht es, schickt das gleiche, die gleichen Daten noch einmal raus und macht es einfach kleiner. Ja? Ist am Weg, noch einmal eine kleinere Paketgröße definiert, dann fängt das Ganze halt von vorne an und es wird wieder ein Packet-to-Big generiert und der Client erklärt so weiter und das Ganze fängt eben von vorne an, bis das Paket am Ziel ankommt. Ja. Dann zum Abschluss habe ich noch ein paar Sicherheitshinweise für Sie. Ihnen sollte einfach bewusst sein, Sie haben IPv6 in Ihrem Netzwerk aktiv. Ja. Ob Sie das bewusst auftrat haben oder nicht, ist egal. Windows kommuniziert teilweise mit automatisch unter IPv6. Linux, wenn es einen V6-Präfix irgendwo findet, nimmt den dankbar an, versucht drauf mit dem V6-Stack zu kommunizieren. Also wenn es nicht wirklich Filter setzen, dass jegliche V6-Nachrichten geblockt werden, den Stack auf allen Endgeräten abdrehen, was teilweise nicht mehr gescheit funktioniert, muss Ihnen einfach bewusst sein, Sie haben in Ihrem Netzwerk V6 aktiv und da müssen Sie ein bisschen drauf schauen, was dort so passiert. Berücksichtigen Sie das einfach in Ihrem IT-Konzept, in Ihrer Security-Strategie, dass Sie wissen, da müssen Sie ein bisschen was machen, beziehungsweise dass Sie zumindest Ihnen bewusst ist, dass Sie dort Bedrohungspotenzial haben. Am besten, Sie testen Ihre Infrastruktur durch mit einem der beiden Tools, die ich Ihnen da gerade gesagt habe, dass Sie schauen, gibt es irgendwo Konfiguration, die aktiv ist, wenn Sie vielleicht gar nichts wissen, das auch nicht wollen, oder Sie haben ganz bewusst was konfiguriert und wir schauen, funktioniert die Konfiguration? Ist sie sicher oder gibt es irgendwo Lücken? Kommen Extension-Headers irgendwo durch, obwohl sie das gar nicht wollen? Da einfach etwas mit den Tools herumspielen. Wie gesagt, das macht Sinn, dass sie das Netz in einem Produktivnetz brauchen, oder zumindest nicht in der Primetime, weil durchaus passieren kann, dass sie da Systeme verabschieden. Ich habe erst vor kurzem wieder gelesen, man kann einen Microsoft-Host dermaßen stressen mit den richtigen IPv6-Paketen, dass der einfach gar nichts mehr tut. Ja? Klassisches Denial of Service, da ist Insta. Da steht dann. Deswegen einfach ein bisschen aufpassen. Ja, und mein Appell an Sie, beschäftigen Sie sich jetzt damit. Es ist noch nicht so, dass man IPv6 unbedingt braucht. Sie haben in Ruhezeit Dinge auszuprobieren und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist wichtig, dass Sie das tun, weil Sie werden draufkommen, je komplexer Ihr Setup ist, desto weniger wird funktionieren. Hersteller unterstützen manche Dinge nicht. Ja? Sie wissen vielleicht mal nicht, wie man manche Dinge konfiguriert, müssen nachlesen, wie funktioniert denn das eigentlich. Kommen vielleicht drauf, das kann man ganz anderes machen. Und es wird, bin ich mir sicher, der Moment kommen, ja, ob das jetzt in 2 Jahren ist oder in 20 Jahren, traue ich mich nicht vorherzusagen, wo Sie es brauchen. Und wenn Sie sich jetzt damit beschäftigen, können Sie dann sagen, ja, passt, kein Problem, kann ich. Sie schalten ein und Ihr Netzwerk, Ihre Server, Ihre diversen Appliances werden dann einfach ganz sauber oder hoffentlich einigermaßen bis ganz sauber funktionieren, ohne dass das große Chaos im Netzwerk ausbricht. Ja,
Abschließend noch ein paar Links dann zum Nachlesen, wie gesagt, die RFCs, die ich kurz erwähnt habe, und die Toolkits. Gut, soviel von meiner Seite. Ich schließe mit einem Zitat von Jeff Houston, Chief Scientist der APNIC, der sich im IPv6-Bereich sehr, sehr gut auskennt und sehr viele Dinge macht, der gemeint hat, go out and do your work. Frage, hinterher war zuerst. Genau, eine kurze Frage, und zwar, was ist, wenn man am Hochserver irgendwo stehen hat und der mit IPv6 angebunden ist, kann man dort einen IPv6-Tunnel-Server installieren und sowas? Dass man sich dorthin reintun und über IPv4, weil mein ESP nur IPv4 unterstützt und dann über IPv6 rauskommt. Sie meinen, dass dieser Server selbst ein Tunnel-Endpoint ist? So einen Tunnel-Broker-Ersatz darstellt, das ist ein Server aufsetzt. Wird es wahrscheinlich geben. Mir persönlich muss ich sagen, ist keine Software bekannt, ich habe es noch nicht gebraucht. Weil sowas würde mich interessieren. Aber da glaube ich, ist die 6xs-Homepage zum Beispiel ein guter Ansatz, die haben das glaube ich selbst entwickelt. Und vielleicht einmal nachlesen. Wie wähle ich bei einem internen Netzwerk, das ich ausrouten will, ja? Wie wähle ich dort die Netzwerkmaske bzw. die IP-Adresse? Ist das dann ein Teil von der IP-Adresse, die ich draußen kriege? Sagen wir aber eine statische IP-Adresse? Ja. Auf ETH0, ja? Ja. Wo man die Daten einhält, auf ETH1 habe ich das interne Netzwerk, das ich ausgerufen will. Ja. Welche Adresse gebe ich dem, welche Netzwerkmaske hat diese IP-Adresse? Netzwerkmaske in einem LAN ist in IPv6 standardisiert, das ist das /64, das sollte man das Sultans verwenden. Wenn Sie im Fall von 64 zum Beispiel das /8 haben, dann einfach ein Subnetz bilden, Sie nehmen gehen wir da vielleicht kurz zurück, dann sieht man das. Das heißt, ich nehme die Adresse von meinem Provider und gebe dann einfach hinten IP. Genau. Sommer fängt es an, ja, das haben sie von ihrem Provider gekriegt. Ja. Und dann können sie halt hinten irgendwas zuschreiben. Sie können einen Kaffee zum Beispiel hinschreiben. Dann nehme ich 001. Zum Beispiel, ja. Das nächste Subnetz mit 02. Und die Adressen, die ich vergib, sind dann unter dem 001. Genau, genau. Also das geht so ein bisschen hierarchisch. Also Sie kriegen einen Präfix zugewiesen und davon nehmen Sie einfach die Teile noch hinten weg für die Clients. Sind die Folien irgendwo im Netz? Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe gesagt, ich stelle es zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob es werden noch nicht auf der Homepage sein. Die werden im Nachhinein auch aufgeladen. Ja, nein, sind dann auf jeden Fall. Gut. Gibt es in Österreich schon Provider? Wird es irgendwann Provider geben, die IPv6 anbieten? Es gibt welche. Ich muss sagen, als Firmenkunde tut man sie leichter, weil es dann auch doch internationale Provider gibt. Soweit ich weiß, die Citycom bietet es in Graz an, zumindest hat das 24, wie es vorher geheißen hat. Die Telekom, glaube ich, derzeit nicht. Tele2 für Privatkunden, glaube ich, derzeit auch nicht. In Wien gibt es, soweit ich weiß, einiges. Aber es ist definitiv schwieriger als Privatkunde, einen IPv6-Anschluss zu kriegen. Bitte? Wie schaut es da mit UPC aus? Wir haben auch nichts bekannt, ja. Also zumindest nicht für den privaten Gebrauch. Und im GSM-Netz an der Lab zu sehen, dass da beim GSM-TE. Es schaut für mich im Moment nicht so aus, weil was ausgefallen ist, was zum Beispiel die Telekom macht, ist, dass er zum NATen anfängt, ja, großräumig. Also Ihr Mobiltelefon wird wahrscheinlich eine private IPv4-Adresse haben, die dann irgendwo zentral genatet wird. Genauso. Ja, also das ist also die große Diskrepanz, wenn man sagt, man macht Carrier-Grade NAT, also wirklich am Provider eine riesengroße NAT-Box, wo die Spezialisten immer diskutieren, ist das jetzt quasi verdammt böse oder ist das eh okay, da gibt es noch nicht wirklich Auskunft, aber ich glaube in Amerika gibt es mittlerweile sehr viele Provider, also Mobilprovider, die zumindest mit IPv6 wirklich direkt adressieren. In Österreich ist mir es aber nicht bekannt. Gut. Wie ist denn das jetzt dann mit der Firewall, mit den neuen NF-Tables? Das ist wahrscheinlich schon fix drinnen, oder? Mit IPv6. Soweit ich weiß, ist das ganz normal mit unterstützt, ja. Ich muss sagen, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Aber das meines Wissens nach wird unterstützt NF-Tables IPv6 ganz gleich wie IPv6-Tables problemlos. Gut. Ist beim Verkehr über IPv6 ein Unterschied zu merken bei Webseiten, die es schon unterstützen zum Vierer?
sind die schneller, langsamer? Gibt es detaillierte Untersuchungen? Teilweise sind die, Webseiten gleich schnell. Interessanterweise gibt es sogar manche Seiten, die unter V6 schneller sind. Ist aber ganz verschieden. Also ich habe mit meinem Tunnel Broker versucht einmal, also man kann Google aufrufen, man kann YouTube aufrufen, man kann sein Video anschauen, das ruckelt nicht, das funktioniert ganz normal, man erkennt auch nicht wirklich einen Unterschied. Es gibt auch eine Ausnahme, das ist, wenn es quasi einen IPv6-Fehler am Weg gibt. Also Firefox tendiert dazu, V6 zu verwenden, wenn es zur Verfügung steht. Problem ist, wenn halt irgendwo mitten am Weg das einfach nicht mehr funktioniert. Ja, da kommt keine Rückmeldung, das Paket verschwindet irgendwo. Dann erkennst du Firefox nicht und irgendwann sagt er, ja, da ist keine Rückmeldung, komm, jetzt probier es mit V4. Und das kann sein, je nachdem wie es konfiguriert ist, 30 Sekunden, teilweise 2 Minuten, bis dann der Browser umschaltet, ist ganz verschieden. Für Interessierte zum Nachlesen, das nennt sich Happy Eyeballs mit IPv6, da ist das sehr detailliert beschrieben, wie das ausschaut und die Unterschiede. Sonst noch Fragen? Gut, dann sage ich danke und wünsche noch viel Spaß auf den Linux-Tag.